Die letzten beiden Jahre Petersburger Dialog waren auch geprägt von Vorwürfen der deutschen Seite an die russische in Bezug auf Krim, in Bezug auf Ukraine. Hat sich das dieses Jahr geändert? Na, ich glaube, dass die Russen einfach eine andere Taktik gewählt haben. Sie wissen die Automatismen der deutschen Kritik, der Vorwürfe. Diese Kritik und Vorwürfe, die so kommen, sind ja auch für eine breite Öffentlichkeit hier in Deutschland bestimmt, für die Medien. Und ja, sie hören sich die Kritik an und dann lächeln sie, was sie früher nicht gemacht haben, und laden alle zum Ballspielen zur Weltmeisterschaft nach Russland ein. Also nicht mehr so beleidigt oder verletzt, sondern mehr pragmatisch? Haben sich darauf eingestellt, dass der Dialog jetzt so ist, sind sehr pragmatisch geworden, lächeln ihn einfach weg und sagen, kommt zu uns Fußball spielen und dann werden wir wieder Freunde. Das ist natürlich auch kein Dialog. Man stellt sich nicht den Fragen und den Herausforderungen. Aber in meiner Erinnerung war der Dialog ja auch sehr schwierig, noch vor der Krim. Die Situation war ja dort, unsere Politik der deutschen Seite ist ja sehr moralisch. Und leider haben wir in Russland eben dieses Objekt des Schülers von Anfang an gesehen. Russland muss zur Demokratie erzogen werden. Russland muss zu einer funktionierenden Bürger- oder Zivilgesellschaft erzogen werden. Russland muss zu einem Rechtsstaat erzogen werden. Russland muss das, Russland muss das. Es war einfach zu viel. Und die russische Seite hat jedenfalls zu Beginn des Petersburger Dialog fleißig zugehört und gesagt, die Deutschen mögen das ja vielleicht so ein bisschen hart sagen oder die drängeln, aber es tut uns gut, das oder jenes zu hören. Und dann hat sich das geändert. Und zwar noch ein oder zwei Jahre vor der Ukraine-Krise, wo ich das für mich gespürt habe, wo der Russe gesagt hat, also eigentlich sind wir zu stolz, uns das alles anzuhören, weil wir hören uns das an, aber dann bitte auch unseren Standpunkt auch anhören, der sagt, wir sind eben ein anderes Europa, wir haben eine andere Tradition und andere strategische Interessen und nationale Interessen, die bitte ihr auch berücksichtigen sollt. Ronald Pofalla hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass die Kritik der Deutschen an der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim auch im Laufe der Zeit nicht nachlassen wird. Teilen Sie diese Meinung und wie stehen Sie zu der Personalie Ronald Pofalla als Chef vom Petersburger Dialog? Naja, der Pofalla ist schon sehr wichtig für den Petersburger Dialog, muss man schon sagen, weil er war der Einzige, der diesen Petersburger Dialog in diese neue Zeit rüber retten konnte, muss ich heute zugeben. Er hat es wirklich verstanden, die einzelnen Kräfte zu binden. Und es ist ja niemand aus dem Petersburger Dialog herausgegangen. Es ist schon okay. Wir brauchen ihn auch, weil er den direkten Kontakt zum Kanzleramt. Es ist ja falsch zu sagen, dass der Petersburger Dialog eine zivilgesellschaftliche Institution ist. Natürlich ist er von der russischen und von der deutschen Regierung mit abhängig. Und hier brauchen wir jemanden, der mit der Merkel kann. Das ist schon mal wichtig. Einfach auch aus finanziellen vielleicht Gründen, aber auch aus strategischen Gründen. Und was die Kritik an der Krim angeht, wissen Sie, ich glaube, dass wir hier eher von einem Zypern-Modell sprechen müssen. Über die Annexion Nordzyperns durch die Türken wurde auch jahrelang gesprochen, kritisiert. Viele brachen die Beziehungen zur Türkei ab. Nichtsdestotrotz ist die Türkei in der NATO geblieben. Jetzt führt der türkische Ministerpräsident Präsident Erdogan nach Griechenland. Das hat es ja früher auch nicht gegeben. Also ich denke, es wird eine Zypriotisierung des Konflikts geben. Und ich denke, dass Lindner recht hat mit seiner Äußerung, dass die Krim-Frage zu einem Provisorium gemacht werden muss, das allerdings dann ewig dauert. Um die Krim auszusparen, müssen sie als im Gespräch in Klammern nehmen. Immer wieder vielleicht wissen, dass sie irgendwo im Raum steht. Aber nicht am Anfang eines Gesprächs, auch nicht an zweiter oder dritter Stelle, weil wir uns um die wirklichen Herausforderungen nicht nur in unseren Beziehungen, sondern auch globaler Art beschäftigen müssen, ohne die man, wo man Russland wirklich braucht. Mhm. Bischof Huber hat gestern in seiner Rede bei der Eröffnung kritisiert, dass es auch beim Petersburger Dialog durchaus eine Teilung gibt in Russland Kritiker und Russland Versteher. Und er hat kritisiert, dass zum Verstehen dass so Kritik Voraussetzung Verstehen ist. Beobachten Sie diese Lagerbildung und welchen Einfluss hat das auf die Gespräche? Es tut mir wirklich leid, dass wir kaum mehr Foren haben wie früher, wo man sich tatsächlich austauschen kann. Ich finde es auch schade, wenn zum Beispiel hier ein politisches Forum wie die Arbeitsgruppe Politik angesagt wird und praktisch Politiker dort entweder überhaupt nicht hinkommen oder nach ihren Vorträgen gehen. Das ist dann auch kein Dialog. Ich glaube, dass wir
eines überwinden müssen in unserer Sprachlosigkeit, das Denken, dass der andere Propaganda betreibt. Wenn wir weiter auf diesem Standpunkt beharren, dass wir unsere Wahrheit haben und die andere Wahrheit in Wirklichkeit reine Propaganda ist, werden wir diesen Konflikt nicht lösen. Russland ist kein Zwergstaat. Es ist ein großer Staat mit eigenen nationalen Interessen, Traditionen und es ist ein Pol in der neuen multipolaren Welt. Deshalb sollten wir das wenigstens so tun wie damals in der Zeit der Sowjetunion. Wir müssen genau schauen, dass das Innenleben dieses Staates genau studieren. Das tun unsere Thinktanks nicht mehr. Die Experten lesen nicht mehr das, was früher gelesen wurde, oder studieren nicht mehr das, was früher über das Innenleben dieses Staates studiert wurde. Wir müssen es verstehen, wir müssen es nicht akzeptieren, aber wir müssen mehr wissen, was in Russland passiert. Ich habe den Eindruck, dass die Russen heute besser, viel besser über das Leben in Deutschland wissen, als wir über Russland. Was halten Sie von Personalien wie Marie-Louise Beck und Ralf Füchs im Petersburger Dialog? Ich habe einen. Nein, das will ich nicht kommentieren. Kein Kommentar. Mhm. Dann letzte Frage. Was wünschen Sie sich heute Abend 18 Uhr, was stehen bleibt von diesem Petersburger Dialog? Dass jedermann sich überlegt, ob er in diesen anderthalb Tagen nicht doch etwas Neues in einem vielleicht vertieften Gespräch mit seinem Nachbarn des anderen Landes miterlebt hat, mitgenommen hat und vielleicht auch Lust verspürt, diesen Dialog dann doch weiter zu vertiefen mit neuen Themen, mit neuen Ausrichtungen und sich dann voll vorbereitet auf das nächste Treffen, das dann in Russland stattfinden wird. Hoffentlich in einer schönen regionalen Stadt, die vielleicht noch alle nicht gesehen haben. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mal nach Wladiwostok fahren, weil das Wissen über die russische Orientierung Richtung Asien ist hier nicht existent. Auch einflussreiche Politiker hier in Deutschland glauben, dass Russland praktisch seine asiatische Hälfte schon längst an China verloren hat. Dass es dort Infrastruktur gibt, dass dort Pipelines neu gelegt werden, dass dort Menschen auch angesiedelt werden, Experten, die dort wirklich neue Forschungsinstitute gründen, Universitäten, dass die Städte an der pazifischen Küste Russlands ganz anders aussehen als noch vor wenigen Jahren. Das weiß niemand. Und deshalb muss man aus meiner Sicht unsere Freunde aus dem Petersburger Dialog eben irgendwann mal nach Wladiwostok bringen, um dort einfach zu sehen, wie groß eigentlich Europa ist. Europa vom Lissabon bis nach Wladiwostok. Sie erwarten heute Abend aber nicht einen Appell, ein Statement, ein Fünf-Punkte-Plan? Überhaupt nicht. Davon haben wir uns verabschiedet, denke ich, im Petersburger Dialog. Wir haben zwar eine informale Ankoppelung an die Regierungen, aber wir sind, denke ich, mehr inzwischen so eine Debattierplattform geworden für schwierige Fragen, wo es keine Ergebnisse pragmatischer Art gibt, die man dann an die Regierungen weiter verteilen sollte.